Hallo, hier Darksaber und Diffro Moin Moin. mit Vorsi. Wir werden jetzt erstmal nach Glenwood Springs gehen und dann kämpfen wir uns halt zum Safe Point durch. Oh Gott, ich sehe gerade, ich habe kaum noch Essen und Trinken. Das ist. Okay, Trinken ist kein so ein großes Problem. Wenn du Essen hast, dann sag mir Bescheid, weil meine Essensrate sieht nicht gut aus. Essen habe ich null. Okay, gehen wir erstmal zu Glenwood Springs. Beziehungsweise rennen erstmal dahin. Scheiben ist ein Honig. Aha, wir haben Russen auf dem Server, oder? Ist der hier mit drauf? Tatsache. Was Ja. haben wir? Wir haben Russen auf dem Server. Aber das ist gar nicht so selten, wie ich bemerkt habe in diesem Spiel. Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Bisher ist es nicht schlecht. Oh Gott, ich verliere Leben. Ich glaube, es hängt tatsächlich damit zusammen, dass ich, also dass mein Charakter Hunger hat. Oh Mann. Du meinst den Prozentbalken, ne? Ja. Okay, von 49 habe ich jetzt 48%. Bist. Hast du denn Hunger? Oder dein Charakter? Ich weiß gar nicht mehr, woran ich das sehe. Links, die Map, ist direkt links daneben die obere Anzeige, die Essensanzeige und darunter die Trinkanzeige. Hä, bei mir Wenn. zeigt das gerade gar nichts an, so. Na, unten links ist da die Map. Da hast du drumherum. Links, die eine Essensanzeige, die halt ja, so ja, drumherum ist. Wie soll ich das erklären? Also der Leuch also leuchtet nichts auf oder sowas, aber die Prozentzahl geht immer weiter runter. Wenn, also ist links die Anzeige voll, also ist da irgendwie ein weißer Balken um die Map drum. Auf der linken Nö. Seite. Nein. Auf der rechten Seite sind Symbole. Ist da irgendetwas? Leuchtet da irgendwas auf? Nö. Oh ja, dann sieht es tatsächlich danach aus, als wenn du kurz vor Hunger bist. Wenn da kein Balken ist, das ist nicht gut. Dann verdurstest und ja. Ich habe auch nur noch 45%. Okay, dann sollten wir gucken, dass wir so schnell wie möglich nach Glenwood Springs kommen. Weil wir brauchen jetzt nur einen Drink. Meiner ist jetzt auch noch bei 97%. Ja, es geht dann ziemlich schnell, das ist das Problem. Warte mal, vielleicht kann ich aushelfen. Warte mal, kann ich direkt mit dir handeln? Ansonsten habe ich das auch so raus. Warte, das hier sollte eigentlich gehen, weil das gibt auch Leben wieder zurück. Also 10% meines Erachtens. Rucksack ist voll. Ja, muss erstmal irgendwas raushauen und dann das nutzen, trinken. Das sollte zumindest ein bisschen Essensanzeige wieder reingeben und ich muss auch selbst eins nutzen. Oh, das hat jetzt nicht viel gebracht, aber ein bisschen was. Ja, ich habe es 49%. Sage mal, sind wir einfach mal so. Okay. Rennen wir mal ein bisschen. Oh Mann. Ich habe halt das Glück, dass ich noch halt 100% hatte. Jetzt habe ich natürlich wieder die 100%, dadurch, dass ich das Zeug getrunken habe, aber. Ah, da sind Autos. Das ist gut. Ich hoffe, da ist irgendetwas. Aber mit unserem Glück werden wir wahrscheinlich nur, naja, Waffen bekommen. Das Gefühl habe ich auch. Okay, Vorsicht, Zombies. Eher aufspießen. So, was haben wir hier? Ja, ich kann leider nichts aufnehmen.
Und Graphics Zeit nehme ich schon mal auf. Das dauert aber irgendwie länger, habe ich das Gefühl. Hinter dir! Versuch mal einen dir abzunehmen. Oh, natürlich krieg ich gleich Schaden. Oh je, ich hab's gesehen. Mit der Heugabe kannst du. Naja, wenn's mehr sind, ist das halt sehr problematisch. Wartest du mal kurz, ich krieg grad einen Anruf. Okay. Ja, Leute, das wird jetzt sehr spannend. Ich habe noch 21%. Das ist ja super gelaufen. Ich nehme erstmal Bandagen. Und ich bin vergiftet. Achso, Bandagen brauche ich dann letztendlich nicht, sondern eher Painkiller. Oh Mann. Das kann heikel werden. Ich finde aber die Heugabe alles andere als toll. Weg damit. Ja, das hat ja. Es ist perfekt. Dies war es erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dark Saber, Defro hat halt gerade einen Anruf, da können wir jetzt nichts machen. Auch sie wird bestimmt Tschüss sagen und bis dann. Das konnte natürlich nichts werden. Naja, die Folge ist natürlich eigentlich noch nicht zu Ende. Es wird doch auch gleich weitergehen. Ich werde auf jeden Fall die Chance nutzen, selbst erstmal eine Pause machen. Das dauert aber nicht lang. Ja, es geht gleich weiter. Also wir werden nur warten, bis ihr Charakter hier unten wieder spawnt. Dauert auch 6 Minuten 13 Sekunden. Okay. Ja, ich werde auf jeden Fall aber die Chance nutzen und mir was zum Essen machen, denn es ist Abend und ich habe Hunger. Bis gleich. Geht's. Also da wieder. Ja, ich habe mir nur schon mal was zum Essen gemacht. Eigentlich habe ich ja schon alles erklärt. Ja, gucken wir mal. Zwischendurch werde ich immer wieder das Essen, also nicht wundern. Ist nichts Neues bei Männern, die sind immer nur am Füttern. So, es sind 7 Spieler. Wir müssen aufpassen, dass wir nur einzelne anlocken. Oh Gott. Okay. Ja, vor allem versuchen wir hier. Essen zu finden. Essen und trinken. Ich vor allem essen. Wie sieht es jetzt eigentlich mit deiner Essens- und Trinkanzeige aus? Die also jetzt habe ich einen weißen Balken links. Bei beiden? Ja. Okay. Ist ungefähr wahrscheinlich dann die Hälfte voll. Das ist gut. Smoke brauchen wir nicht. Also ich benutze jedenfalls überhaupt keine Granaten in diesem Spiel. So, da ist der nächste. Willst du den machen? Oder hast du ab einer Nahkampfwaffe? Nee, ne? Nee, leider nicht. Versuche ich den mal so zu machen. Denn Aufmerksamkeit kann man jetzt leider nicht gebrauchen. Dann mal schnell mal. Es wird langsam dunkel, also werde ich mal wieder wechseln. Zur Sicherheit. Und hier haben wir einen Helm, den wir nicht brauchen. Ja, ist ja natürlich doof, dass du jetzt keine Nahkampfwaffen hast.
So, den dann nehme ich auch noch mit. Okay. Wollen wir jetzt erstmal nicht alle anlocken. Wir wollen ja erstens überleben und zweitens Zeug finden. Wieder ein Helm, was soll denn das? Und eine Weste. Oder? Das ist Nellys Rucksack. Nimm den auf jeden Fall. Und Medium Armor. Ich nehme das mal kurz auf. Sag mir mal, wie viel Damage deiner aushält. Deine Weste. Sind sie alle bisher gleich. Ich habe auch zwei verschiedene und die haben beide 15. Wieder eine Smoke. Was haben die hier mit der Smoke? So. Oh, jetzt habe ich den anderen Timer hergestellt. Dann wird die Folge ein bisschen länger. Yay, 15 Minuten. So, da drüben sind irgendwie Ruinen. Gehen wir da mal hin. Warte mal, da drüben ist irgendwas bunt. Ach, hier drumherum sind richtig Gebäude. Okay, da müssen wir einfach die alle abgrasen. Ich mach mal Nachtsicht an. Oh Gott. Bei mir geht langsam mit Leben runter. 91% habe ich. Oh je. Und du hörst noch einen. Da direkt vor dir. Okay. Hä? Oh Gott. Okay. Nimm erstmal hier links. Ah, hier ist eine Treppe. Nehmen wir erstmal die Nahkampfwaffe. Eine Gartenschere. Das ist alles. Das ist doch wohl ein Witz. Hat sich richtig gelohnt. Also hier war ich definitiv noch nie. Das kommt mir alles überhaupt nicht bekannt vor. Hat sich auch nicht gelohnt, hierher zu kommen. Kurzer Cut. Und weiter geht die Chose. So. Die Zombies werden hoffentlich nicht in unsere Nähe kommen. Ja, ich mach den einen da mal weg. So, ich brauche nochmal kurz was. Und wie sieht's aus? Hier scheint nichts zu sein. Außer ein Zombie. Okay. Ui, cool. Eine Treppe ins Nichts. Da ist noch ein Zombie. Sehr gut. Mhm. Cool. Dann gehen wir mal auf die andere Seite von der Straße. Da war ja auch noch was. Zumindest scheint hier verstreut mehrere Autos zu sein. Oh, ich habe nur noch 9 Schuss. Ich habe 5 Schuss und ein Magazin. Ich wollte sagen, du hast genug. Mhm, den Boni nehme ich auf jeden Fall mal mit. Sonst haben wir ja nicht viel. So, da drüben war irgendwie noch was.
Dein Beinstein ist irgendwie noch ein Gebäude. Also irgendwas ist da jedenfalls. Aber ob wir da was finden, ist die zweite Frage. Ich höre doch einen Zombie. Oh oh, Reconnecting bei mir. Ich weiß nicht, ob ich drinnen bleibe. Bist du rausgeflogen? Und dann hört der Timer auf. Ich cutte hier mal kurz. Ich habe die ganze Zeit nicht mit... Toll. Gut. Ja, hi. Ich habe irgendwie die Aufnahme verpeilt. Aber wir haben... Schade. Wir haben einen quasi so ein Special-Zombie gesehen gehabt. Verdammt. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Verdammt. Ah ja, auch ich bin mal zerstreut. Ah, komm her. Das ist kein Anspruch haben, ne? Und ich verliere immer mehr Leben, das ist zum Kotzen. Ja, ich. Also, ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir hier irgendwas finden werden. Also, jedenfalls nichts, was wir zum Essen gebrauchen können. Also, sollten wir mal schauen, dass wir zum nächsten kommen. Mit Essen bin ich schon im roten Bereich. Ja, ich habe nicht mal mehr im roten Bereich, das ist das Problem. Okay, wir versuchen jetzt zu West Boulder Meteorological Station zu kommen. Keine Ahnung. Oder... Oder wir gehen zu the Pearl Junction. Da könnten wir wenigstens vielleicht etwas zum Essen bekommen. Ich kleb dir am Arsch. Okay, ich versuche mal einfach die richtige Richtung zu finden. Also wir müssen irgendwie hier lang. Und da ist erstmal wieder ein Zombie. Oh. Bandagen. Sehr schön. Wie viel Prozent hast du noch? 100. Oh, na dann ist ja gut. Na, ich werde mir das einfach mal gleich reinhauen. Ah, habe ich ja 82 immerhin. Ja, das ist ja super. Ja, sorry. Das war von mir jetzt nicht gewollt. Ah, es ist Tag. Ich kann wieder auf den Boni überwechseln. Oh, komm schon. Drei Schläge ist eigentlich gut. So, also wir werden hier jetzt nichts weiter durchsuchen. Das tut uns auch leid. Oh, die nehme ich. Krieger Rifle. Beziehungsweise ich kann sie dir dann auch geben. Aber erstmal sollten wir versuchen, überhaupt irgendwo hinzukommen. Jetzt geht meine Energie langsam zu Neige. Jetzt habe ich nur noch 98%. Ja, ich habe noch 81. So, wir versuchen jetzt erstmal zur Straße zu kommen und dann kommt auch erstmal ein Cut. Sorry, also irgendwie, vielleicht habe ich drauf gedrückt und es hat nicht funktioniert. Kann auch sein. Ja, somit, ich weiß nicht, wie viel ihr dann überhaupt gesehen habt. Ich habe nur gerade auf den Timer schon und dachte so, oh, verdammt, da ist er nicht an. Schreibt das einfach in die Kommentare, wie viel ihr von dem Dark Saber gesehen habt. Das werden wir dann sehen. Oh Mann. Übernehme ich mal dein Part.
Danke, danke, danke. Ah je. Überall hängt man hier fest. Da muss der sein. So, und ich habe auch nur noch einen Schuss an einem Magazin. Okay. Dann gehen wir hier wieder an den Rand. Wir stellen uns schon mal so, dass wir dann... Na, eigentlich müssen wir nur der Straße folgen. Dies war es von der zweiten Folge. Von diesem Gameplay-Gedöns. Ich weiß nicht mehr, wie ich das nennen soll. Euer Dark selber und der Froh. Ciao mit Au. Bis dann.